Rashwan, einem ägyptischen Judo-Ringer. Doch was genau ist passiert? Wie kam es dazu? Reden wir nicht lange drum herum, liebe Freunde. Fangen wir an. Wir schreiben das Jahr 1984 und befinden uns bei der Olympiade in Los Angeles. Es steht die Judo-Finale zwischen Muhammad Ali Rashwan, Ägypten und Yasuhiro Yamashita, Japan an. Yasuhiro Yamashita hat sich bis zu den Finalen durchgekämpft und sich leider eine Wadenverletzung zugezogen. Wie man ganz klar sehen kann, geht Yasuhiro nur mit seinem linken Bein. Sein rechtes Bein schleift er hinter sich her. Sobald die Begegnung startet, ruft Muhammad Alis Trainer von der Seite: Greif sein rechtes Bein an! Greif sein rechtes Bein an! Doch er hat es nicht getan und dadurch hat er verloren. Er musste sich danach mit der Silbermedaille zufrieden geben. Nach der Begegnung waren die Fragen der Journalisten, die ihn direkt umstellt haben, alle gleich. Warum? Warum hast du es nicht getan? Und als Antwort gab er folgende Sätze von sich: Meine Religion erlaubt es mir nicht, Menschen oder Verletzte anzugreifen. Erst recht nicht, seine Verletzungen anzugreifen. Es hätte sogar passieren können, dass er durch einen Angriff von mir als Krüppel hätte enden können. Nur für eine Medaille hätte ich ihm das nicht antun können, sagte er. Diese Aussage von ihm fand in der ganzen Halle Beifall. Alle standen auf und applaudierten ihm. Das internationale Fairplay-Komitee gab ihm sogar im Jahre 1984 eine Fairplay-Auszeichnung dafür, Nach der Olympiade wurde er nach Japan eingeladen und dort wie ein König empfangen. Passen Sie jetzt gut auf, liebe Freunde. In diesem Jahr fingen tausende Menschen aufgrund seiner ehrenvollen Tat an, den Koran zu untersuchen. Und dadurch wurden tausende Menschen zu Muslimen. Muhammad Ali Rashwan hat zu niemandem gesagt, dass sie den Islam annehmen sollen. Er hat diesbezüglich keine Anstrengungen erbracht. Das einzige, was er gemacht hat, war es, sich wie ein wahrer Muslim zu verhalten. Und das hat gereicht, liebe Freunde. Auf die Frage, wen darf man einen Muslim nennen, antwortete unser Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ein Muslim ist der, der einen guten Akhlak hat. Akhlak bedeutet so viel wie Moral, Einstellung, Charakter, Eigenschaften. Und auf die Frage, was bedeutet es, einen guten Akhlak zu haben, war die Antwort unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ein Mensch, der durch seine Taten niemandem schadet, bestenfalls sogar für die Menschen eine Bereicherung ist. Liebe Brüder, wenn wir wirklich wie wahre Muslime leben würden, was ja viele von uns leider nicht tun, aber wenn wir wirklich wie Muslime leben würden, dann könnten die sogar von morgens bis abends gegen den Islam hetzen, was sie ja ohnehin schon tun, aber wenn wir wirklich wie Muslime leben würden, dann könnte keiner den Islam beschmutzen. Denkt mal drüber nach, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und